Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um die Flüssigdünger- und Herbizidproduktion. Und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier gerne mal genauer vorstellen. Vorab dazu ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter Neueste Mods oder in der Kategorie Fabriken. Der Autor von diesem Mod heißt hier DS Power und die Modgröße liegt bei 5,01 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole platzieren tut, dann kostet euch dieser hier knapp 20 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal platzieren tut, dann nur noch einen Slot. Das Ganze finden wir hier im Baumenü. Dazu öffnen wir das Baumenü. Dann bei Produktionen, dann bei Fabriken und da haben wir hier schon die Flüssigdünger- und Herbizidproduktion. Diese kostet uns beim Platzieren auf der Karte knapp 40.000 Euro. Und in dieser Produktion können wir hier mit neuen Materialien Flüssigdünger und Herbizid herstellen. Einmal haben wir hier den Produktionsschlüssel, dann das Abladesymbol für Wasser zum Beispiel oder halt auch das Ladesymbol für Flüssigdünger und Herbizid. Jetzt schauen wir mal, was man hier so alles braucht dazu. Um Herbizid und oder Flüssigdünger herzustellen, braucht man hier aktuell zwei neue Sachen. Einmal das Unkrautfrei und einmal das Nährsalz. Um Herbizid herzustellen, zum Beispiel 1000 Einheiten Wasser und 10 Einheiten Unkrautfrei, ergeben 1000 Einheiten Herbizid. Zyklen pro Monat 240 und Produktionskosten im Monat 24. Und zum Beispiel für Flüssigdünger, aktuell mit 1000 Einheiten Wasser und 10 Einheiten Nährsalz, könnt ihr 1000 Einheiten Flüssigdünger herstellen. Zyklen pro Monat 240 und Produktionskosten im Monat 24. Jetzt habt ihr euch bestimmt gefragt, wo es denn das Unkrautfrei und das Nährsalz gibt. Das ist ganz einfach. Wir schließen aktuell das Fenster hier, gehen hier bei Neueste Mods oder halt Mods und DLCs und da haben wir hier schon eine eigene Rubrik mit Flüssigdünger und Herbizidproduktion. Und da finden wir hier auch die beiden Behälter, wie hier mit dem Nährsalz und das Unkrautfrei. Das Nährsalz kostet uns 1000 Euro pro 500 Liter und verbraucht einen Slot. Das Unkrautfrei kostet hier 1000 Euro pro 500 Liter und verbraucht hier auch einen Slot. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Das sind so zwei kleine Behälter, diese ihr in diese Produktion füllen könnt. Ihr könnt diese auch in die Hand nehmen, wie zum Beispiel hier. Geht einfach hier zu der Produktion hin und dann wird das Ganze automatisch abgeladen. Dann nehmen wir hier noch den anderen Behälter mit, zum Beispiel das Unkrautfrei. Gehen wir hier hin und laden auch dieses aktuell automatisch ab. Jetzt brauchen wir hier noch Wasser. Dazu nehmen wir jetzt mal diesen Traktor mit dem Wassertank. Fahren jetzt hier zu dem Entladetrigger. Und können hier das Wasser überladen. Wir kippen jetzt das komplette Wasser aus diesem Tank hier mal ab und schauen mal, was die Produktion uns so als Ergebnis zeigt. So, wir stellen den Tank hier jetzt mal ab und hängen gleichzeitig auch diese Spritze mal an. Gehen jetzt hier in die Produktion rein und aktivieren diese, sowohl für Herbizid als auch für Flüssigdünger. Wir spulen ein bisschen die Zeit, damit wir das schneller sehen können. Und jetzt haben wir hier schon aktuell Herbizid 3019 Liter und Flüssigdünger knapp 3023 Liter. Als Beispiel, wir können das jetzt mal testen, wenn da was entnehmen können. Gehen hier mit dem Traktor mit der Spritze hier daneben und schauen mal, was man damit so laden kann.
Und hier können wir jetzt aktuell Herbizid und Flüssigdünger laden. Als Beispiel. Das Ganze ist an sich eine schöne kleine Produktion. Und da könnt ihr auch Flüssigdünger und Herbizid auch auf eurem Hof herstellen. Damit sind wir hier leider aber auch schon zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt mir diese doch gerne bitte unten in die Kommentare. Besucht uns natürlich gerne auch auf Twitch oder schaut mal bei uns im Discord vorbei. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.